Servus und herzlich willkommen hier zum neuen Video in 2021. Wir haben jetzt Ende April. Heute mal was anderes auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar geht es um die Kartoffeln. Die werden wir jetzt hier heute setzen mit meinem Betrag 900 Turbo und den ihr schon wahrscheinlich aus anderen Videos kennt. Und älterer Kartoffeltechnik, da wir das auch eher nur im kleinen Stil machen, hier ums ein bisschen im Dorf und an Familie und Freunde zu verkaufen. Genau, ich nehme euch jetzt hier mit der kleinen Kamera und vielleicht auch mal mit der Drohne. Ja, und dann viel Spaß beim neuen Video. Ihr seht, sind schon Pflegebereifungen mit Verstellfelgen am MB-Track montiert, aber da haben wir jetzt die breite Spur für unsere Fahrgassensysteme in unseren Getreidefeldern und in den Rapsfeldern. Und deswegen werden wir jetzt hier, bevor wir mit dem Pflanzen der Kartoffeln starten, mit dem Kartoffellegen, noch die Felgen umschrauben auf die schmale Spur. Das ist möglich, da das Verstellfelgen sind. Das kann man hier auch ganz gut sehen. Die haben hier außenrum 6 Schrauben und dann kann man die von innen nach außen versetzen. Also wenn man es hier bei dem hinteren Rad mal sieht, dann kommt der Reifen praktisch von der Position hier nach hier innen. Und das passt dann besser mit unserer zweireihigen alten Setzmaschine. Ja, hier kann man jetzt sehen, wie ich das erste linke Vorderrad abmontiert habe mit den 6 Schrauben. Vorher war der Reifen hier montiert, das äußere Teil, und jetzt setze ich es nach innen. Dadurch haben wir die schmalere Spur. Dann hängen wir noch die Legemaschine an. Die kann ich dann auch noch mal im Detail zeigen und vorstellen. Dann geht's auf den Acker los. Der Kartoffelbunker ist nicht so groß bei der Maschine, aber ja, wie gesagt, ist sie ja auch noch aus anderen Zeiten. Der Vorteil vom MB-Track, dass das Saatgut mit hin und drauf genommen werden kann. Klassisches Trägerfahrzeug. Wir fahren jetzt so zwischen 3 und 3,5 km/h. Ja, leider ist die S3 nicht so ganz gerade geworden, aber es gibt Schlimmeres. Die 2 kommen halbwegs okay nach mit dem Nachgreifen, aber ich kenne es selber, es ist schon stressig.
wenn ich den Hebel jetzt nach hinten ziehe, hebe ich das ganze Aggregat aus und auch das Ritzel vom Rad. Somit ist es dann freigeschaltet und man kann den Transport zum anderen Acker bauen. Genau, wir bauen verschiedene Sorten an, wegen verschiedenen Eigenschaften, die unsere Kunden und wir selber auch schätzen an den Kartoffeln. Die einen eignen sich besser für Kartoffelbrei, die anderen besser für Speisekartoffeln. Und jetzt befüllen wir die Sorte Silena. Genau. Und dann geht's weiter in Reihe 9 und 10. Also hier ist unser Verlegeplan, das ist jetzt nur der beim Traktor mitgeführt wird. Das ist der Acker ungefähr im Umriss und hier also schreibe ich mir jetzt auf die Reihenanzahl und dann wo welche Sorte gesetzt wird. Und auch wenn hier mal zwischendrin schon in der Reihe den Sortenwechsel ist, der muss natürlich besonders markiert werden.